deutsch-niederländischen Handelsbeziehungen gehören zu den engsten der Welt. Das bilaterale Handelsvolumen beträgt jährlich bis zu 160 Milliarden Euro. Nordrhein-Westfalen spielt dabei eine wichtige Rolle, auch als Sprungbrett für neue Geschäftskontakte zwischen deutschen und niederländischen Unternehmen. Um den Ausbau der Beziehungen weiter zu fördern, gibt es regelmäßig bilaterale Veranstaltungen. Freunde treffen und Kooperationen fördern heißt daher auch das diesjährige Motto des 4. Deutsch-Niederländischen Wirtschaftsforums in Mönchengladbach. Eingeladen haben die Vertretungen des Königreichs der Niederlande in Deutschland, die Industrie- und Handelskammern Mittlerer Niederrhein und Aachen, die Kammers van Koophandel Nederland, die NRW International GmbH sowie die Deutsch-Niederländische Handelskammer. Diese Partner haben sich zusammengetan, um für diese Region eine starke Netzwerkveranstaltung zu konzipieren. Und man merkt ja, dass gerade in der Grenzregion auf beiden Seiten der Grenze das Bedürfnis, Kontakte zu schaffen und zu vertiefen, sehr groß ist. Uns geht es darum, dass wir deutsche und niederländische Unternehmen gezielt zueinander bringen, dass es uns gelingt, Gespräche und Kontakte zu schaffen. Und scheinbar wird das sehr gut angenommen. Das sieht man am Erfolg. 600 Teilnehmer heute. Es gibt eine Reihe von Workshops, die sich vor allem um das Thema Markteinstieg im jeweiligen Nachbarland drehen. Und dazu auch eine ganze Reihe von Ständen von über 60 Ausstellern, an denen man ganz unmittelbar in Kontakt kommen kann. Und ja, meine Wahrnehmung ist, dass jedenfalls hier sehr viel gesprochen wird und dass diese Möglichkeiten sehr gut wahrgenommen werden. In Expertenrunden, bei einem Firmenmatching sowie auf einem Marktplatz mit Ausstellern konnten Unternehmen beider Länder auf dem diesjährigen Wirtschaftsforum wieder ihre Möglichkeiten für bilaterale Geschäfte ausloten. Dabei wurde ein neues grenzüberschreitendes Magazin gegründet und die Präsentation einer neuen Eselsbrücke für die niederländische Rechtschreibung vorgestellt. Das Wirtschaftsforum bis jetzt macht einen super Eindruck auf mich. Es sind ziemlich viele hochkarätige Wirtschaftskontakte hier. Wir haben schon gute Geschäfte machen können, schöne Beziehungen knüpfen können, alte Gesichter gesehen von anderen Beziehungen, die wir schon Unternehmen haben, und freuen uns auf die Podiumsdiskussion nachher, die sehr interessant für uns sind, weil wir in der Forschung tätig sind. Wir haben eine Siebdruckerei in Holland und über der können wir ganz schnell reagieren, Mittragetaschen für zum Beispiel Promotional Events oder Seminare oder Ähnliches. Also wir sagen, zu jeder herkömmlichen Tasche gibt es eine ökologische Alternative. Das kommt sehr gut an. Wir haben viele Interessenten, die auch Anfragen geben. Und dann ist der Tag gut, wenn wir merken, dass Leute an unsere Produkte interessiert sind. Und wenn es noch zu einem Auftrag führt, ist das das Sahnehüpfchen, würde ich mal sagen. Aber wichtig ist, dass wir viele Leute kennenlernen hier, die an unseren Produkten interessiert sind. Für mich ist der Tag grundsätzlich schon dann ein Erfolg, wenn hier gute Gespräche zustande kommen und die Kontakte weitergeführt werden können. Aber wie erfolgreich es ist, wird sich dann erst im Nachhinein zeigen. Natürlich geht es letzten Endes darum, dass auch konkret Geschäft entsteht. Und wir hoffen sehr, dass der Tag dazu beitragen kann, genau das auch zu schaffen. Die Initiatoren und Ausrichter des Wirtschaftsforums 2013 waren mit über 600 Besuchern mehr als zufrieden über den diesjährigen Erfolg. Die Veranstaltung ist nicht nur die größte ihrer Art in der Region, sondern gleichzeitig auch ein Beleg für das Interesse und den Bedarf an Kontakten und Informationen zur Geschäftsanbahnung im jeweiligen Nachbarland. Das Wirtschaftsforum 2013 gab dazu viele Impulse für eine neue Ausgabe in 2014.